Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme. Ich zeige euch etwas Witziges. Meine neue Karten, die Katzenkarten. So schaut die Verpackung aus. Und diese Legung, dieser Orakel, nenne ich Miezekatze-Orakel. Ich stelle jetzt die Frage, was möchte er sagen? Worüber schweigt er? Was sollt ihr verschweigen? Und wie sollt ihr das beantworten? Oder wie sollt ihr darüber denken? Die erste Frage ist, was wird er sagen? Was möchte er euch mitteilen? Und es zeigt hier dieses Bild. Und das bedeutet, oh, ist mir so langweilig. Etwas langweilt ihn, mindestens so vermittelt er. Stimmt es, dass ihm so langweilig ist? Was verschweigt? Was möchte er in Wirklichkeit sagen? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Katze vermittelt was ganz anderes, nämlich Spiel mit mir. Also so langweilig kann das doch nicht sein. Und wie sollt ihr reagieren? Was wäre die richtige Antwort? Oh nein, das gibt doch nicht. So langweilig kann das doch nicht sein. Und was sollt ihr verschweigen? Er schweigt auch etwas. Sagt nicht offen, dass er eigentlich spielen möchte. Und diese Frage beantwortet diese Katze. Ja, was haben wir noch denn da? Also ihr entdeckt etwas Neues. Ihr sollt aber das nicht sagen. Das kann eine andere Begegnung sein oder ihr findet etwas Schönes, ein schönes Kleid zum Beispiel. Aber er muss nicht immer alles wissen. Und das war die Miezekatze-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.